heute mal wieder Movie von mir und ich bin wieder mal völlig geflasht. Falls euch meine Movies gefallen. Ist ja kein Abo da lassen, ein Like nach oben, ein Comment, benimmt sie natürlich. Wer genau wissen will, wenn es irgendwie lang geht, sollte die Glocke noch betätigen. So, wir schalten mal rum. Boah, ihr seht, es ist wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint. Aber sagt er zur Ruhe. Boah, einfach nur genießen angesagt. Also ist im Prinzip so, dass ich meinen Kanal habe, der läuft ja. Supi, ich bin völlig zufrieden. Ihr wisst, ich freue mich jeden Tag. Jetzt mache ich Otto seinen Kanal wieder mal. Also ich mache die ganzen Shorts hoch und bin echt, ich muss mich da echt hinsetzen. Boah, ich sag's euch mal. Es geht nur um die Shorts. Aufrufe. Spider-Man. 13.000. 11.000. 8.700. 7.800. 7.000. 6.000. Boah, ich kann's nicht fassen. Die Leute gucken sich Otto seinen Kanal supi an. 385 Abonnenten. Also ich würde es mal so sagen, wenn ihr mir helfen wollt oder Otto helfen wollt, dann geht drauf, lasst einfach nur ein Abo da. Es ist so geil. Ab 500 können wir an der Monetarisierung und Otto wird sein erstes Geld verdienen. Boah, ich bin als Papa echt. Was soll ich dazu sagen? Was macht er? Er kriegt es hier. Der Kameramann mit da. Was sagst du dazu? Ja. Ja. Ja, das machen wir später, Werbung kaufen. Spricht da der Geschäftsmann oder was? Ich spreche gleich zusammen. Also es ist echt supi, ey. Es macht natürlich viel Arbeit. Aber was soll's, es lohnt sich. In dem Sinne würde ich sagen, boah, yippie, Werbung. Werbung? Ja, Werbung. Yeah. So, hier sind wir wieder. Und zwar ist es ja so, dass ich Vollzeitpapa bin. Und ich muss natürlich auch ums Essen kümmern. Deswegen machen wir heute mal ein kleines Probekochen. Also ihr braucht keine Angst haben, das wird nicht so lange gehen. Es ist so, ich würde heute gern probieren Reis. Hier haben wir Reis. Ich weiß nicht genau, was es für ist. Das muss ich gucken. Wir haben ja irgendwo einen Reiskocher hier draußen. Reiskochen ist ja ziemlich einfach. Reis waschen, in den Kocher ein bisschen so viel mehr Wasser und dann stehen lassen und dann meldet er sich schon, wenn alles fertig ist. Ansonsten würde ich sagen, es gibt heute mal Hühnchen mit Reis und Knoblauch. Es ist so, dass ich ja jetzt Sport mache und natürlich die Ernährung passen muss. Da war ja gestern mit beim Sport. Und es ist im Prinzip so, hier haben wir das Hühnchen. Ihr seht es hier. Hühnchen ist sehr viel Eiweiß drin. Also haben wir Eiweiß. Im Reis ist Kohlenhydrate. Und was der Körper noch braucht, sind Fette, also Knoblauch. Ich habe noch Zwiebeln jetzt mit dazu geschnitten, also ich bin jetzt gerade beim Schneiden, die Zwiebeln sind fertig und jetzt der Knoblauch. Ich bin gerade beim Schneiden und da checken wir mal. Also es ist so, ich habe früher auch immer mal schon gekocht, aber das ist alles ewig her und ich habe schon ewig nicht mehr gekocht. Für mich ist es jetzt eigentlich wichtig, oder ich muss das jetzt mal abtesten. Im Prinzip ist Kochen ganz leicht. Es ist eben nur, wie man die Zutaten in die Pfanne gibt zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ist der Knoblauch eher fertig? Sind die Zwiebeln eher fertig? Oder machen wir alles zusammen rein? Ich denke mal, dass wir die Zwiebeln zuerst reinmachen, dann werden wir den Knoblauch dazugeben und dann erst die Hähnchen. So, wie gesagt, hier sind Fette drin, also alles, was der Körper braucht, alles super.
Es ist so, das Kilo Hähnchen hat hier vor ein paar Jahren noch so 70 Spott gekostet und jetzt kostet es 90 Spott. Ich weiß, es ist immer noch gegen Deutschland sehr, sehr günstig. Oh, hier ist auch noch was. Und ja, ich schneide jetzt erstmal und dann gucken wir nochmal. Aber Schneiden ist ja wohl nicht so interessant. Also ich habe auch hier die Tür auf. Wo liegt der Raudi? Der zockt natürlich. Ich habe heute mal die Tür offen, dass hier im Tuck ist. Ihr seht's. Hier so. Und zack hier. Und ja. Also ist ja hier auch wunderschön. Jetzt seid mal ehrlich. Und eine Ruhe hier. Boah, also. Ich würde sagen, bis gleich. So, hier ist er wieder, wir werden mal probieren. Ich hoffe, es kracht jetzt nicht. Ja, boah, Gott sei Dank, großer Deckel. So, also, den Reis haben wir. Jetzt müssen wir aber noch schnell gucken, was wir einstellen müssen. Also wie gesagt, ich habe an für sich null Plan. Ich habe jetzt einfach mal... Was die piepen hier so? Ja? Der hat da eben was gepiept im Fernsehen. Das musst du ausmachen. Das ist jetzt, das stört mich gerade, Schatzi. Ich muss ja hier das hören. Ja. Nicht, dass es hier piept. Da mach einfach nur mal lautlos. So, also wie gesagt, der Reis ist. Ja, wir probieren einfach. Ich habe reingeschüttet. So viel Wasser. Ich glaube, wenn ich den Knopf nach unten mache, kocht es und der springt dann automatisch hoch, sodass der warm bleibt. So, ansonsten haben wir hier alles fertig geschnitten und werden mal probieren. Also, würde ich sagen. Wir kochen nochmal schnell den Werbeblock rein und dann gucken wir mal. So, jetzt sind wir wieder. Er hat gerade gepiepst und ja, das sieht ja gut aus, ganz ehrlich. Riecht gut. Ich weiß nicht genau, ob das schmeckt. Oh doch, das schmeckt gut. Das haben wir genau hingekriegt. Also, Reis kein Problem. Und jetzt werden wir das andere kochen. Und dann werden wir mal gucken. Ich habe früher schon mal ein Movie gemacht. Und zwar ernähre ich mich ja schon immer sehr sportlich. Und ich habe Thunfischbuletten. Die sind damals wahnsinnig gut angekommen. Man macht ein bisschen Thunfisch und ein bisschen Zeug und dann tut man die braten. Ist eine absolute Energiebombe, Eiweißbombe. Besser wie der Eiweißshake. So, wir werden das jetzt mal braten und dann werden wir gucken. Ich bin gespannt. So, hier ist er wieder. Ich sehe schon, die Zwiebeln brauchen länger wie der Knoblauch. Also ich würde sagen, der Knoblauch ist schon fertig und die Zwiebeln. Ja, wird der Knoblauch ein bisschen verbrennen. Dann essen wir den schwarz. Ansonsten probieren wir es jetzt mal so. Wir legen das mal hoch. Und legen schon mal die Hühnchen rein. Also ich kaufe immer diese Hühnchen. Die sind auch so fertig. Und Pfeffer, Salz. Plus. Reicht. Also ich hole immer mehr. Wir haben das letzte Mal für 200 Watt geholt und dann friere ich immer so in Viererpaketen ein und die tausche ich dann auf. Und wenn sie fast aufgetaut sind, Pfeffersalz und passt. So, wir haben mal die Dinger rein. Zum Hähnchen. Ist es so, ihr braucht das Hähnchen reinlegen in die Pfanne und dann lasst das drin liegen
bis es oben unten weiß ist und leicht angebraten ist, und dann dreht man sie einmal. Wir haben immer bei der Mutter das Problem, die Oma. Und zwar hat die Oma immer, dreht die, macht sie Wok, und dadurch dreht die Hühnchen immer, er muss sie die Hühnchen so schnell drehen, und dadurch werden sie innen nicht, innen sind sie manchmal roh und außen sind sie verbrannt. So, ich würde sagen, einen kurzen Werbeblock und dann gucken wir mal. Ja, die Zwiebeln, das muss auch noch lernen. Hier haben wir das Ganze, ihr seht das. Super, hier ist schon durch und das braucht eigentlich nur noch braun werden lassen. So, schön die Reste herum, mehr mit anderen geht's nicht. So, jetzt haben wir sie rumgedreht. Ja, ist natürlich ich fand ihn nicht so schick, das hier oben ist schon supi, aber hier müssen wir dann mal sehen, wie wir es machen. Also, ich würde sagen, wir warten mal ab. Ich pack's auf den Teller und dann probieren wir es mal. Ich werde es mal Otto erst probieren lassen. Also ich werde es natürlich selber essen und probieren, aber Otto werden wir zuerst probieren lassen. Aber wenn der unbefangen ist, der sagt mir, ob es schmeckt oder nicht schmeckt. Also in dem Sinne, bis gleich. Da sind sie wieder. Also mein Teller. Ich weiß nicht, dass es schmeckt. Und ansonsten, was sagst du? Koste mal. Ja. Super. Der Reis ist super. Ja. Also beim Reis müssen wir dazu sagen, ich muss etwas mehr Wasser reinmachen. Ich glaube, das ist unten ein bisschen, ja, nicht angebrannt, ja, so komisch angebackt, sagen wir mal. Ansonsten werde ich das jetzt mal probieren. Hühnchen wie immer. Also, zuerst müssen die Zwiebeln rein, obwohl ich werde dafür, wenn wir das nächste Mal wenig Zwiebeln machen, ja, und dafür doppelte Portion Knoblauch. Ja. Ansonsten würde ich sagen, Essen gelungen. Ich werde es demnächst nochmal nachreichen. Vom Kostenpunkt würde ich jetzt echt behaupten, das wird da unter 100 Bad liegen. Oh. Reis ist ja nicht so teuer. Hühnchen an für sich nicht. Ja, und Knoblauch und Zwiebeln ist an für sich auch nicht unbedingt so teuer. Also wenn wir das nächste Mal in der Makro sind. Die Hühnchen schmeckt super gut, Papa. Ja? Also ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal in der Makro sind, werden wir das nochmal genau ausrechnen. Aber ich denke mal, supi. Also in dem Sinne, was kommt jetzt? Werbung oder sonstiges? Ja! Und dann, ja, gucken wir mal, machen wir Mittagsschlaf. Ja. Okay, also, ja, es ist ein bisschen der Knoblauch. Ist okay. Also, mir hat es sehr gemundet. Bei mir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Hühnchen, ein bisschen weniger Reis. Ich bin nicht so der Reisfreund. Ja. Aber, Otto, ja gut, das kriegen wir noch hin. Ansonsten, eins kann ich euch versprechen, wenn Otto so viel isst und so, dann hat es auch geschmeckt. Ja. Ansonsten lässt es stehen. Tja, ja. Ich würde sagen, voller Erfolg. Ja. Und alle essen auch wie ich. Alle aufessen wie du. Ja, wenn nicht, dann kann ich nicht mal schon noch mal essen. Ja. Oder es regnet. Wenn du nicht auf ist, regnet es. Ja. Also in dem Sinne, ich muss mal gucken, was jetzt kommt. Ist ein ziemlich gewürfeltes Movie. Und wir werden uns jetzt erstmal schön entspannen, ne? Das mit dem Knoblauch kriegt man noch hin. Ja, es ist noch kein Wasser vom Himmel gefallen.
Hab doch Otto lernt was. So, in dem Sinne, bis gleich. Gleich. Oder? Werbung. Werbung. Hallo Leute, das neue Video geht da. Oder zum Abonnieren da. Ja. Und das andere Movie da. Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da! Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden! Yeah! Und nicht vergessen, Abo! Abo! Abonnieren! Naja, irgendwo! Abo!